das Projekt, das er gemacht hat mit dem Auto, mit dem Smart Auto, oder was in der Swatch Group passiert, oder beim Filmemachen, geht immer ums Gleiche. Mut haben, die Fantasie behalten von der Kindheit und etwas probieren auf die Beine zu stellen, was neu ist. Wenn damals die Leute aus der deutschen Automobilindustrie den Mut gehabt hätten, wirklich das Auto so zu bauen, wie man es sollte, nämlich Hybrid oder elektrisch, dann wären sie heute Marktleader, dann wären sie bei weitem Nummer 1. Auch Swatch hat eine ganz klare Botschaft. Wissen Sie, sie brauchen eine Botschaft, wenn sie ein Produkt haben. Vor allem ein emotionales Produkt. Und die Botschaft muss wahr sein, also nicht irgendetwas, wo nur eine Erfindung ist. Das ist ganz klar. Swatch ist Swiss made, wird in der Schweiz gemacht. Zweitens, positive Provokation. Das bedeutet, dass sie etwas bewegen. Drittens, innovativ, technische Innovation. Und viertens, es ist zugänglich für alle. Es schließt niemand aus. Das ist schon ein Projekt von meinem Vater auch. Er hat Belenos gegründet, die Firma, die die Automobilbatterie entwickelt und herstellt. Und das geht in die gleiche Richtung wie der Smart. Er hat damals gesagt und hat die Vision gehabt, die Welt vertreibt es nicht, wenn die vielen, vielen, vielen Länder die gleichen Fehler machen, die wir gemacht haben. Das heisst, wenn die Länder wie China oder Indien, die ganz früher Entwicklungsländer waren, aber heute wirklich Leadership haben, wenn die gleichen Fehler in der Mobilität und mit dem Auto machen, die wir gemacht haben, dann wird die Welt ertrinken im Umweltschmutz. Und darum hat er die Idee gehabt, dass man die Mobilität neu erfinden muss. Und die Mobilität hat er erfinden mit dem Auto, zwei Plätze und zwei Kisten Bier. Das ist auch der Lustgedanke, den du willst, positive Provokation. Und diese Mobilitätsveränderung hat er dann nicht realisieren mit dem Auto, wie man das in dem Film sieht. Und er ist zum Schluss gekommen, dann muss ich halt probieren, Komponenten herzustellen, um den Traum zu verwirklichen, dass die Mobilität sich ändert im Interesse von einer besseren Welt und besseren Erde. Wir haben schon über 30 Patente. Wir haben die Prototypen schon entwickelt und wir sind dran, jetzt die Produktion auf die Beine zu stellen. Und in den nächsten 2, 3, 4 Jahren werden Sie Autos sehen, die Batterien, und auch nicht nur Autos, die Batterien von der Belenos haben. Für ihn war es eben nie Zielsetzung, zum Establishment zu gehören, sondern er hat immer wieder etwas Neues entdeckt und Lust gehabt. Wie ein Kind. Behalten Sie die Fantasie von Ihrer Kindheit und dann bleiben Sie auch Unternehmer.